Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit meinem neuen City Skylines Tourismuspark. Hier sind wir, endlich. Es wächst, ja? Es wächst. So, ich war in der letzten Folge dabei, ein paar Verschönerungen zu setzen. Wir haben hier so ein schwimmendes Café gebaut. Ja? Anglerinsel. Wir haben doch hier noch irgendwo Wege gehabt. Wo waren das noch? Ich hatte so... Ach, scheiße, wo waren das jetzt? Die kleinen bescheuerten Wege, die ich irgendwo gesehen habe. Das war, glaube ich... Hier! Hier. Aber es braucht eine Straßeneinbindung, ne? Keinen normalen kleinen Weg. Hier ist ein Parkweg mit Dekoration. Könnte ich den nicht irgendwie hier so... Könnte ich den hier nicht anschließen? Und zwar von... Hier? Was soll das denn? Warte, machen wir mal so. Machen wir es mal so. Das zählt, glaube ich, nicht. Braucht eine richtige Straßenanbindung. Ich verstehe nicht, die Wege können also nicht an der Straße angeschlossen werden, oder was? Das sind immer unabdingensbar. Wenn ich nämlich hier so eine richtige Dinge setze. Das geht nämlich sofort. Sofort. Na gut, dann machen wir das wieder da rein. Okay, so. So, jetzt mal weitermachen. So, Anglerinsel. Anglerinsel. Das können wir schon hier hinsetzen. Ah, wie komisch das steht, ne? So, hier ist eine Anglerinsel, ist die wunderschön, ne? Aber passt ja eigentlich nicht rein, aber ist halt für die Leute. Bürger und Touristen. Ne, wir tun es lieber nach vorne. Aber hier ist alles verseucht, ja? Die Anglerinsel. Pass auf, die tun wir hier in die Bucht. Die ist nämlich noch nicht so verseucht. Da gibt es keine vieraugigen Fische und so. So, und das hier ist ein Tropengarten. Ah, kommt genau neben das Yoga-Dingens. Da. Ach. Toll, hier sind wir schon bescheuerte Parks. Dingens. Tropengarten. Oh ja, oh ja. Der Tropengarten ist so schön. Tropengarten. Japanische Gärten haben wir ja schon in der Stadt. Hier ist noch so ein botanischen Garten. Der ist ja in der Stadt. Soll ich mich nochmal wiederholen? Der ist ja in der Stadt. So, hier haben wir Platz mit Picknick. Platz mit Bäumen. Pass auf. Platz mit Bäumen. Platz mit Bäumen. Picknick Area. Das soll ja auch gegeben sein. Ich muss das mal lieber an die Straße hier hinten hinsetzen. Hier so. Was ist denn hier für ein Weg? Den habe ich da hingesetzt, ne? Ich weiß, das hat keinen Sinn, die hier hinzusetzen, weil ich ja schon sowas hier habe. Guck mal, dass das Strom braucht, das zu Bananen. Aber das wird schon irgendwann Strom haben, so ist nicht. Okay, was haben wir denn noch? Hier ist ein Basketballplatz und ein der Magica Freizeitpark. Der ist aber schon, ja. Oh, hier haben wir Tourismus. Hier, Tourismus und Freizeit. So, Angelsteg. Hier haben wir so eine Angelinsel. Da können wir auch direkt hier einen normalen Angelsteg hinsetzen. Oder irgendwo hier. Hier können wir einen Angelsteg hinsetzen. Tourismus und Freizeit. Hier kommt ein Angelsteg hin. Hier können wir eigentlich auch einen hinsetzen. Aber das sieht ein bisschen doof aus. Nur lieber hier einen Angelsteg hin.
Müssen wir einen Hafen bauen, ne? Oh Mann, ey. Oh Gott, guck mal. Angeltouren. Jetski-Verleih. Aha, Jetski-Verleih. Machen wir einfach so eine Panoramaseite mit so ganz vielen so Sachen. Aber guck mal, das wird gar nicht richtig eingedeckt. Ja? Ist halt blöd. Aber gut, was soll's. Ich könnte natürlich auch, das ist halt nicht nah genug, ne? Aber die sollen halt schon auf den Strand. Die sind ja auch immer auf Stränden und so. Jetski-Verleih. Yachthafen, aha. Siehst du, der Yachthafen? So ein ganz kleiner Yachthafen. Was ist das hier? Restaurantpier, pass auf. Alles scheiße aus. Aber... Nee, das ist zu blöd. Der Yachthafen. Ich meine... Meine Touristen-Area ist doch bestimmt super bekannt bei allen, oder? Nicht. Oder nicht. Fahren die Bötchen dann noch hier rum? Ich glaube nicht, ne? Ach, machen wir das mal weg. Einer reicht. Kommen ja auch sogar Autos hin. Wunderschön. Wunderbar. Ich könnte noch ein paar Palmen hinsetzen. Man sieht nichts leider Nacht gerade. Chirpsig Startgelände. Achso, das setzen wir auch noch mal irgendwo hin. Hier, Panda-Schutzzentrum. Ja, aber das setzen wir dann irgendwo in so einen anderen Park. Hier ist noch Tempelkomplex. Wir müssen ja noch so einen Erlebnispark machen. Das ist ja eigentlich... Hier ist ein Zoo. Das kommt vielleicht auch beim Panda-Schutzzentrum hin. Und, Statue des Wohlstands. Cool. Ja, das passt doch bestimmt hier hin. Das ist super. Statue des Wohlstandes. Passt leider nicht hin. Guck mal, jetzt... Ah, krass, viel zu wenig Spaß. Wir müssen das mal ein bisschen ändern. Statue des Wohlstandes kommt aber irgendwo ins Zentrum zwischen alt und neu. Was nicht geht. Was nicht geht. Was nicht so einfach geht. Aha. Na, so viel macht das jetzt nicht. So. Hier haben wir noch das Transportturm. Der Transportturm ist der große Bürogebäude, das besonders auf Bedürfnisse von Transport... Firmen Weltraumlift. Okay, Transportdingens. Ach, das wollte ich mal setzen. Das war aber auch zu groß. Pass auf. Was ist das denn da? Setzen wir das mal hier hin. Transport. Ach, guck mal, direkt. Wir brauchen hier das Hotspot-Zentrum. Das ist auch super hier. So, dann haben wir noch. Ne, warte mal. Doch. Ganze Parkzeug. Es gibt ja so viele... Ach ne, hier war das. So, das ist Colossal Order internationale Büros. Das Hauptquartier der Colossal Order. Unfassbar erfolgreiche Spielefirma, die das Geld nur so scheffelt. Anforderung für den Bau von Hadron Colliders. Sie scheffeln das Geld. Ja, so. Die legen nur noch Wert auf Geld machen. Anstatt auf gute Spiele, so wie viele Spielefirmen leider. Eigentlich müsste ich dafür... Aber dass die Stadt ja hier weiterkommt, das kann ich auch hier hinsetzen. Ist sonst
nicht so gut möglich. So, gucken wir uns das mal an. Cool! Colossal Order International. Das ist aber nicht die Firma von City Skylines, oder? Hauptquartier, Colossal Order. Meine Güte, cool, oder? Alter, wir geben uns noch... Was ist das denn für ein Krankenwagen? Ich glaube, ich muss... Nee, große Straßen haben wir ja immer noch genug, ne? Volta Downtown, Uptown, Party Dingens. Hier ist über Stromprobleme, das ist mir aber egal. Wasser können wir überlegen. Können wir auch direkt mal hier das Wasser legen. Wunderschön. So. Jetzt wird es wieder Tag. Jetzt können wir wenigstens unsere Stadt begutachten. Obwohl das nachts eigentlich am coolsten ist. So, wie sieht es denn sonst überall aus? Wir haben hier ungebildete Arbeitskräftemangel. Okay, das... Boah, guck mal, hier haben sie alles schon wieder vollgebaut. So schnell geht das. So, wir brauchen mal Spaß. Das ist echt ein Problem. Ihr habt überhaupt keinen Spaß hier unten. Warum habt ihr keinen Spaß? Wir können mal hier... Guck mal, Skateboard Park. Skateboard Park. Rein da. Mal, super. Und ein bisschen Grünzeug natürlich. Hundepark, ne? Eure Hunde müssen nämlich auch viel kacken. Ihr habt bestimmt viele Hunde. So, und... Karussell. Oh, warte mal, ich könnte doch hier ein Angelpier hinsetzen. Ne, das stimmt, das geht ja gar nicht. Aber hier, hier könnte ich doch Angelpiers hinsetzen. Und ein Yachthafen, das geht hier sogar auch, tatsächlich. Ist doch eine super Idee auf dem See. Beachvolleyball, oh mein Gott, Beachvolleyball, das kommt auch direkt hier hin. Beachvolleyball. Na toll, was ist das denn für ein Beachvolleyballplatz? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Sand... Oh Mann, das ist schon ein bisschen sehr dreckig hier. Dann habe ich halt nicht gedacht, ne? An die Touristen. Sonst muss ich irgendwann mein Abwasser dann mal in die Nachbarsbucht verlegen. Irgendwo hier hin. Aber erstmal ist so okay. Ich meine, guck mal, wie viele Hotels hier gebaut werden. Die Leute scheinen unsere Müll, das Müll mehr zu lieben. Willkommen zu den blauen, zu den braunen Gewässern von mein Gott, Walterstadt. Die schönsten Giftgewässer im ganzen, in der ganzen Dingens. Steuerbehörde. Ach, das habe ich noch nicht beantwortet, nicht in der Stadt, aber Steuerbehörde. Ich glaube, ich sollte die weit wegsetzen. Oder zwischen Uptown und Downtown. Guck mal, das finden die Leute toll. Das ist die Steuerbehörde. Noch ein paar Parkplätze. Ist eigentlich zu klein. Viel zu klein. So, wie sieht's hier aus? So. Das Auto fliegt. Ist das da ein Parkplatz oder? Könnt ihr nur hier so parken? Guck mal, das ist ein fliegender Yachthafen. Das ist natürlich dämlich. Nee, da mache ich keinen Yachthafen hin. Das ist doch doof. Soll ich lieber hier angeln? Ist ja dann immerhin Trinkwasser. Die sollen nicht mit dem ölverseuchten Autos da durchfahren. Ah, da kam der Umweltschützer aus mir raus. Wir sind doch hier die Umweltverschmutzer, Aldemar. Du musst doch wenigstens dieser Sache treu bleiben. Dann machen wir wenigstens Angeln. Angelturne sind auch Boote. Angelsteg. Angelsteg. Tada! Wow, das mögen sie. Ja, ne? Angelsteg ist super. Ich weiß, Angelsteg ist toll. So, dann gibt es hier wenigstens einen Angelsteg neben den großen Frischwasserpumpen. So, wie sieht's denn aus? Sie ist okay. Oh Mann, ey. Ich bin ja echt nachlässig gewesen. Basketballplatz kriegt ihr auch. Weil ich baue hier noch ein paar mehr Häuser hin.
Basketballplatz. So, dann haben wir hier auch noch einen Basketballplatz. Kann ich euch auch noch ein paar Häuser hinsetzen irgendwann. Ne, noch einen Park machen wir nicht. Das hier, das wäre ja blöd. Das wäre ja doof. So doof. Einen Reitstall haben wir eigentlich schon, aber hier haben wir noch Beachvolleyball. Das hatten wir schon. Das ist das andere Zeug. So. Das hier ist ein Expo-Center. Und das hier ist ein Aquarium. Oh, ein Aquarium. Das ist natürlich cool. Ist ja mal kleiner Radius. Kleiner Radius. Expo-Center. Ist natürlich alles immer so riesig. Expo-Center. Hier kommen ja noch mehr Häuser hin. Keine Sorge. Expo-Center. Boom. Das sieht dann bald schon schöner aus. So ist nicht. Und das hier ist ein Stadion. Genau, das Stadion, das macht ja viel Lärm. Deswegen kommt das auch hier hin. Pass auf, das sowieso verursacht viel Lärm. Stadion. Bringen Sie durch den Bau des Stadions in Aufregung eines Wettkampfs der Stadt, Anforderungen im Bau, bla bla bla. Stadion kommt hier hin. Oder hier hin. Guck mal, hier sind immer so kleine Gebäude. Habe ich hier die falschen reingesetzt? Das kann natürlich sein. Nee, Stadion. Pass auf. Sehr schön. So, wir haben nur noch kleinere Sachen bestimmt. Das ist ein Central Park. Oh, woo! Kann ich den setzen und dann da Wege dran verbinden? Sieht das so aus? Ja, ne? Central Park. Guck. Den würde ich gerne schon hier lang setzen irgendwo. Müssen wir gucken. Müssen wir mal merken. Bei der letzten Sparte. Okay, das müssen wir auch noch bauen. Auf dem Chirp X Stadtgelände hier, SpaceX, können Sie auf der öffentlichen Weltraumtransport Raketen bauen und abheben lassen. Materialien, Gebäude, Öl, Erze, bla bla bla. Das bauen wir auch noch, das machen wir jetzt noch nicht. So, guck mal, aber Spaß ist echt ein Mangel bei mir. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, die sind überall so klein, aber warum? Das sind doch dicht besiedelte Sachen. Aber klar, es sind halt kleine Pint-Clubs und so, ne? Die sind halt nicht so groß. So, okay, pass auf. Müssen wir eigentlich mal hier was lang bauen. Überleg, ob wir mal eine größere Straße machen, von hier nach da. Das wäre schon eine gute Idee. Wenn die sechsspurige Straße eventuell einfach hier unten endet. Oder ich gehe von hier aus. So. Besser ist das. Okay. Nein. Ich muss jetzt mich mal bald wieder um Kleinigkeiten der Stadt kümmern. Aber ich möchte gerne hier, dass die Gebäude ein bisschen zugedeckt sind von anderen Straßen und so, weil das sieht ein bisschen blöd aus. Ach egal, da muss ich halt ein bisschen freilassen, aber ist auch blöd. So. Es gibt immer zu viele Straßen. Es gibt nie zu wenig Straßen. Es gibt nur zu viele Straßen. So, es muss ja nicht immer alles symmetrisch sein, restlos. Nein, was habe ich da gesagt? Oh Mann. Schnell mein Tadel. Nein, das ist auch super doof. So. So.
Okay, das bleibt jetzt erstmal so. Da können wir immer noch was hinbauen. Die Züge fahren ein, jetzt wegen dem Tourismus ist das auch am Boom. Ich muss auch eigentlich den Flugplatz bauen. Zeppelin-Touren brauche ich. So, gucken wir erstmal uns in der Stadt ein bisschen um. Hier ist kein Strom, aber eigentlich müsste der Strom bald mal hier hinkommen. Wir können aber jetzt trotzdem schon mal irgendwie Strom hier hinlegen. So, dann sind die glücklich. Und wir brauchen hier drin auch immer noch Spaß. Der nämlich nicht unfassbar nicht gegeben ist. Nicht unfassbar. Sind das alles Sachen, die ins Wasser kommen, ja? Tourismus, Skateboard, Halfpipe. Ist eigentlich auch ziemlich cool. Aber gibt's denn nur Angeltouren? Orientalischer Perlenturm. Schon ziemlich hässlich. So ein Zoo? Nee, da passt ja auch nicht rein. Eins. Was ist das denn hier alles? Krankenschauplatz? Durchschnittliche Bürgergesundheit 20%. Oh Mann, das habe ich echt nicht. Shoppingstatue. Stadtkasse minus eins. Freundlicher Stadtpark. Die grüne Lagune. Opernhaus. Ho, 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 ho. Ho. Das war hier mitten rein. Hier. Bam. Genau so. Passt auch super hier rein. So viele Hotels weg, aber es gibt genug. Genug. Und hier direkt so ein Riesenteil hin, Alter. Alle von der gleichen Hotelfirma. Sehr schön. Noch so Wege machen und so. Guck mal, der passt überhaupt nicht hier hin. Kann ich auch wieder wegtun. Jetzt haben wir doch das Opernhaus eigentlich. Jetzt mal dahin tun. Wunderschön. Da fehlt eine Straße. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, hier eine Straße hinzubauen. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Gut, dann müssen wir den anders setzen. Höher vor allen Dingen. Höher irgendwie. Ich wollte mich gerade noch in der Stadt umsehen, aber machen wir das auch. Ja, hier sind genug tolle. Wir haben ja hinten ja einen Angelsteg. So, gucken wir uns mal um. So, da hinten haben wir ein Problem. Brauchen wir hier eine Strecke hin. Ich müsste jetzt eigentlich mal aufhören mit aufnehmen, aber ich mach Spaß. Da war zwar so ein Dingens, aber naja. Da ist ein Pier. So, gucken wir uns mal um. Ach, guck mal, wie toll die Stadt aussieht. Ja? Guck mal, wie schön. So, Arbeitskräfte ist natürlich ein Ding. Wahrscheinlich kommen die auch nicht da an. Wir müssen auch mal nach der U-Bahn und so gucken. Und die Buslinien. Was ist denn da los? Warum ist das so rot? Weil das Zugverkehr ist? Wunderschön. Seht euch mal die Stadt an. Das ist immer noch der beste Park hier. Kommen doch bestimmt alle deswegen hier hin. Ich muss ja auch noch eine Busverbindung hinbauen. Oder eine U-Bahn-Verbindung. Guck mal, wie groß die Zäune da sind. Aber viele gehen da nicht mehr hin, oder? 80.000 die Woche. Minus. Sehr schön. Das ist so cool. Jetzt könnte man eigentlich eine ganze Folge verbringen, sich mal die Stadt anzugucken. Ich glaube, das sollten wir auch mal tun. Guck mal, die kleine Grundschule. Wäre cool, wenn es größere Grundschulen geben würde oder so. So, Katastrophenschutz. Wir müssen als nächstes Felder anbauen. Und ich sehe, wir brauchen unbedingt Arbeitskräfte. Unbedingt. Das ist ein Riesenproblem. Aber ich habe doch den Stadt... Oh. Oh, das ist falsch.
Habe ich nicht den einen gesagt, die sollen hier diese Arbeitsdinger nicht... Soll ich dir nicht sagen, die sollen hier... Fußballjugend, kommt schon alle her. Sicherheits... Metropole! Flughafen, yeah! Sehr gut. Sehr gut. Panda-Schutzzentrum, Anforderungen, das habe ich doch schon alles bekommen. Ach, das habe ich jetzt währenddessen freigespielt. Na gut, Leute, das war es erstmal von mir von... Kingdom Come, wollte ich sagen, von... wie heißt es nochmal? City Skylines. Ich glaube, wir nehmen uns mal eine Folge Zeit, hier mal uns richtig umzusehen. Ich gucke jetzt nochmal wegen den Richtlinien. Ich glaube aber, Super-Duper-Viertel und Dornröschenplatz soll eher lieber arbeiten als alles andere sein. Weil wir unbedingt noch ein paar mehr... Oh, hier ist Feuer! Meine Güte, ist das cool. Oh nein, das ist mein Energiepark, ne? Oder? Ne, der ist hier. Der war hier... Da. Da ist meine Energiestraße. Stromstraße! Habe ich irgendwo Stau? Guck mal, wie tadellos er läuft. Ja, ich hätte mal lieber direkt Züge und so bauen sollen. Dann hätte ich das Problem wahrscheinlich gar nicht erst bekommen. Aber so ein bisschen Stau macht gar nichts. Stau ist halt normal. Aber guck mal, wie leer die Straßen sind und die alle hier anstehen. Um irgendwie da abzubiegen. Vielleicht sollte ich denen auch anbieten, hier abbiegen zu können. Dann würde es vielleicht ein bisschen besser gehen. Oh je, aber jetzt kommen auch schon viele. Ich muss mal gucken, wir müssen sowieso mal, eigentlich bräuchte ich hier noch eine Ausfahrt. Oder halt, warte, warum mache ich hier... Warum mache ich nicht hier auch eine Ausfahrt raus? Hier sollen die in die Stadt fahren und rausfahren die alle... bei einer ganz anderen Straße vielleicht, ja? Oder ich mache hier keine Einbahnstraße draus. Sondern es fahren ja viel zu wenig Leute weg. Also mache ich hier eine normale Straße draus. Das müsste doch gehen. Das müsste gehen. Das wäre doch die Idee. Dann habe ich nochmal ein paar, wo die Leute langfahren können. Weil wegfahren können sie sowieso alle. Dann können hier nochmal ein paar in die Stadt reinfahren. Wenn sie es überhaupt machen. Wir werden sehen. Ja. Ich höre schon wieder nicht auf zu spielen. Das ist schon ein bisschen krass. Der alte Mann. Wieder immer nur am Weiterspielen. Aber die wollen trotzdem alle da abbiegen. Aber es pendelt sich vielleicht ein. Vielleicht wollen sie doch da langfahren. Können wir nämlich hier so... Ne, von hier aus dürfen sie nur geradeaus fahren. Geradeaus oder da lang. Oder da lang oder da lang. Und hier dürfen sie nur von hier... Hier lang... Ist gut, ich höre dich. So. Habe ich es jetzt zerstört, den Verkehr? Habe ich es jetzt endgültig ruiniert? Ich glaube, das war eine dumme Idee. Ich glaube, es war eine dumme Idee. Vielleicht mache ich doch wieder eine Einbahnstraße da draus. Oh je. Ist jetzt hier wieder eine... Nee. Müsste hier Zebrastreifen verbieten, ja? Dass das eine reine Autofahrstraße ist. Guck mal, die Leute gehen auch alle noch zu Fuß zur Arbeit oder zu der Bushaltestelle. Aber ich habe doch eine... Guck mal, hier ist eine... Ah, ich muss hier noch eine U-Bahn reinsetzen. Ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Doch, da habe ich eine U-Bahn-Station. Blödsinn, da ist ja eine U-Bahn-Station. Aber vielleicht bauen wir noch mehr U-Bahnen. Ja? Mehr U-Bahnen sind immer gut. Noch eine zweite Linie, und zwar weiter außen lang. Bis nach oben zum Touristenviertel. Müssen wir sowieso machen. Ein paar mehr U-Bahnen, einfach viel mehr U-Bahnen. Wir werden sehen, ja? Flugplatz und so ruft uns auch. Wir werden sehen, wir brauchen Arbeiter und so weiter und so weiter. Das war's von mir, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein.